es regnet, bleibt alle zu Hause, außer wer für den Mammutmarsch trainiert. Ja, da gibt es nämlich keine Ausreden, wenn man im Training ist. Wie heißt es immer so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Wir sind jetzt hier am Main unterwegs und guckt mal, was wir gerade entdeckt haben. Riesige Bissspuren von einem Biber. Und natürlich, wie heißt dein Biber? Sieht hier, wie das alles rausgenagt ist. Und ich halte jetzt mal meine Hand dagegen. Es ist schon richtig große Bissspuren. Und wenn man das von Weitem sich anguckt, ist ja auch überall das rausgeknabbert. Wir versuchen Bob zu finden. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Was braucht es denn zum Glücklichsein? Ja. Und was machen wir? Mein Scheiß wird auch unterwegs sein. Aber wir tragen die Sonne in unserem Herzen, Matthias. Ja, Update von Kilometer 8. Der Regen hat zugenommen. Wir waren nicht so drauf vorbereitet. Wir haben zwar unsere Regenjacken dabei, aber eigentlich hat der Wetterbericht gesagt, es bleibt heute trocken. An der Hose sind wir auf jeden Fall schon nass bis auf die Haut. Und vielleicht sieht man es hier, die Regenjacke. Alles schön nass. Also Regenjacke geht noch gut, hält alles dicht. Ja. Allerdings meine Hose, die klebt am Körper. Da ich mit trockenen Verhältnissen gerechnet habe, habe ich natürlich meine Regenhose nicht eingepackt. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Das erste Mal, dass wir heute ein bisschen blauen Himmel erspähen. Ja. Und hoffentlich sind dann auch bald die Brillen wieder trocken, dass man ein bisschen besser gucken kann. Das Wetter hat gerade gedreht. Seht ihr es im Hintergrund? Strahlender Sonnenschein. Juhu! Und es tut so gut, auch wenn es so ganz minimal die Beine wärmt. Aber richtig toll, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ja. Also, mit frohen Mutes und Sonnenschein geht's weiter. Zu früh gefreut. Es war nur eine kurze Sonnenpause. Und jetzt regnet es wieder. Ja. Und auch nicht gerade wenig. Aber wir bleiben optimistisch. Noch 31 Kilometer bis Mainz. Ja, genau. A few moments later. Es hagelt. Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr schlimmer, steigert sich hier das Wetter. Wir nutzen eine Regenpause für eine Rast. Windig! Es zieht sich und wir hören jetzt die ganze Zeit Podcast, aber der Regen, der tut so weh, wenn er ins Gesicht schlägt. Ist wie Nadelstiche. Ja, die Hose, die schon halbwegs trocken war wieder, ist jetzt wieder komplett nass. Ja, also wir sind heute echt hier gebeutelt mit dem Wetter. Wir haben die letzten Meter nichts gefilmt, weil es war jetzt nicht so spektakulär. Regenwolken haben sich mit Sonnenschein abgewechselt. Ja, und wir haben weiter unsere Podcasts gehört, die ein bisschen gute Laune gebracht haben. Gefühlte Fakten, sehr lustig und kurzweilig, können wir sehr empfehlen. Jetzt haben wir, wie gesagt, mal kurz eine Regenpause, besser gesagt. Und hoffen, dass es ein bisschen anhält. Sieht aber sehr bewölkt nach wie vor aus. Wir sind wieder durch eine Regenwolke gelaufen. Aber nicht nur Regen, sondern auch Hagel. Ja. Also es hat wieder so richtig runtergetrescht und wenn dann die Hagelkörner so ins Gesicht peitschen, es tut richtig weh und das bei der Kälte. Wir haben 6 Grad im Moment. Ja, und das halt nach Dauerregen, Hagel und so, das tut alles nur noch im Gesicht weh. Jetzt kommt gerade wieder die Sonne raus, es ist richtiges Aprilwetter, obwohl eigentlich erst März ist. Aber nicht mehr weit bis Mainz. Genau. Den Rest ziehen wir jetzt auch noch durch. Genau. Es war nass, kalt und windig, aber wir haben es geschafft. Genau, 42 Kilometer Testwanderung für die Vorbereitung des Mammutmarsch.